Und meine größte Sorge in den ganzen Jahren war immer, an diesem Tag zu sagen, so, jetzt ist die Verabschiedung und dann wird der Schlüssel umgedreht und das brauche ich nicht. Und ich kann beruhigt in Ruhestand gehen und ich weiß, das sind sehr guten Händen, dass du das toll machen wirst, muss ich echt sagen. Also nochmal ganz vielen Dank, dass du das übernommen hast. Natürlich muss man es zu lesen haben. Ja. Ich bin in das Neues auf 2018, wo die Schule natürlich drin ist. Und das ist eine Klassifikation seitens der Gemeinde Fisberg. Es ist auch immer gut, wenn so ein Onkel auch ein bisschen Bares wird. Ja, Moment, nochmals vielen, vielen Dank. Das war eine ganz tolle Zeit mit Ihnen. Ne? Alles, alles Gute und ja, das war richtig schön. Jetzt können wir aufstehen und einen kräftigen Applaus. Du veränderst dich, doch das Porträt, das bleibt. Für dich nur das Beste, Bernhard in Dülen. Pass auf. Was mache ich im Ruhestand? Ich werde mit meiner Frau mehr unternehmen, weil ich jetzt mehr Zeit habe. Dann Gartenarbeit mache ich sehr, sehr gerne tun. Das werde ich aber nicht mehr am Wochenende machen, sondern in den anderen Tagen. Ich habe jetzt ja die Zeit dafür. Und natürlich Golf spielen, was ich sehr gerne mache. Und mein Handicap, das im Moment bei 13,0 liegt, noch zu verbessern.